Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Es freut mich, dass Sie zu meiner Reihe auch mal im Dialog gekommen sind. Heute zum Thema Gebäude-Energiegesetz, Auswirkungen und Herausforderungen auf die Menschen in der Region und vor allem in der Praxis. Es freut mich, dass wir aus allen betroffenen Bereichen einen Vertreter heute mit da haben. Ich darf ganz herzlich begrüßen den Andreas Peter, den Obermeister der SAK-Innung. Lieber Peter, herzlich willkommen, und an seiner Seite sein Stellvertreter, der Felix Eigel. Lieber Felix, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann darf ich ganz herzlich von der Forstwirtschaftlichen Vereinigung, den Herrn Diegel begrüßen. Herr Diegel, vielen herzlichen Dank. Gerade das Thema Holz und Biomasse ist ja ein Thema, das im Zusammenhang und in letzter Zeit sehr oft diskutiert worden ist. Darum bin ich sehr dankbar, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und auf der anderen Seite freue ich mich, Herr Lieberkern, dass Sie sich Zeit genommen haben von der Wohnungsbau Genossenschaft St. Wolfgang, dass man einmal die Betroffenheiten bei Wohnungsbau, aber bei der Vermietung und in der Perspektive den Mietpreis ein bisschen im Blick haben. Und es wird noch der Bürgermeister Bär zu uns kommen, weil das Thema Fernwärme ja eins ist, das genauso mit betroffen ist in der ganzen Debatte. Und ich möchte von meiner Seite gar nicht sehr viel sagen, wir haben ja sehr viele Betroffenheiten. Ich bin zu dem Thema so viele Zuschriften von den Bürgerinnen und Bürgern wie bei wenigen Themen zuvor. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir spontan diese Veranstaltung gemacht haben und deswegen auch das Online-Format, weil es so am unkompliziertesten und am schnellsten gegangen ist. Ich darf Sie bitten, wenn Sie, vielleicht Herr Peter, wenn Sie anfangen, dann einfach so eine kurze Einschätzung der gesetzlichen Regelungen, die jetzt am Tisch liegen, und der Auswirkungen jetzt gerade auf den jeweiligen Bereich geben, und wie Sie das einschätzen, in der Perspektive, ist es so machbar, ist vernünftig, wo müssen wir vielleicht noch umsteuern? Wir haben ja jetzt auch den parlamentarischen Betrieb im Bundestag, wo man nun mal nachsteuern kann, und da darf man einfach so von jedem aus der jeweiligen Sicht so ein kleines Eingangsstatement, und dann können wir gerne diskutieren, auch mit Fragen aus dem Internet, mit Fragen von der Presse. Ich darf ganz herzlich begrüßen von der Donaupost den Herrn Hosfeld und von der Mittelbayerischen Zeitung die Frau Koller. Vielen Dank, dass Sie sich ja die Zeit genommen haben. Dann ist auch gut. Starten wir, Herr Peter. Also momentan ist die Aktenlage ja so, dass der zweite Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz ja vorliegt. Unsere Verbände, Fachverband und Zentralverband, die haben auch 7 Tage Zeit bekommen, da dazu Stellung zu nehmen. Und was wird kommen? Das neue Gebäudeenergiegesetz hat halt vorgesehen, ab 1. Januar 2024, dass es ermöglicht, alle neuen einzubauenden Heizungen mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. Das hat natürlich den Folgeschluss, dass wir im Prinzip keine Gas- und keine Ölheizungen mehr alleinig verbauen dürfen. Darum redet ja die Allgemeinheit von diesem Verbot von Gas- und Ölheizungen. Es ist ja nicht verboten. Wir dürfen es halt alleinig nicht mehr einbauen. Der zweite Entwurf ist jetzt auch, sagen wir mal, ein bisschen energieoffen. Man kann also diese Anlagen einbauen, wie man sie kombiniert, also eine sogenannte Hybridheizung, zum Beispiel mit Wärmepumpe, was aber natürlich nur teilweise Sinn macht. Also bei größeren Bauvorhaben wird man das brauchen, zum Beispiel bei Baugenossenschaften, wo man also viele Wohnungen anschließen muss. Habe ich sogar mit Hauptanteil an, sagen wir mal, ein, zwei Familienhäusern. Da ist es halt so, auf alle Fälle, wo es Sinn macht, sollte man natürlich komplett auf Wärmepumpe umstellen. Und in dem Moment, wenn man Hybridanlage einbaut, habe ich natürlich auch die doppelten Kosten. Wenn man mit der Wärmepumpe möglich ist, dann sollte man das machen. Wenn es nicht möglich ist, dann muss man auf eine Hybridanlage ausweichen. Und da kann man halt, sagen wir mal, in erster Linie kombinieren mit der Wärmepumpe. Oder es gibt auch verschiedene Alternativen, was da jetzt auf diesem zweiten Entwurf stehen. Da geht es über Biomethan, also Biogas, wobei das auch nicht so einfach ist, weil unsere öffentlichen Energieversorger kein Biogas anbieten können, weil wir da zu wenig haben. Weil die meisten Biogasanlagen, was bei uns sind, halt in erster Linie Strom erzeugen, die werden selber Verbraucher, und also wenig Biogas eigentlich eingespeist wird, also die können uns gar keins verkaufen. Es gibt den ein oder anderen Flüssiggashersteller, wo mittlerweile Biomethan anbieten kann.
Nächste war noch, wenn man also wenn man jetzt von der Energieoffenheit spricht, Wasserstoff, wobei ich persönlich denke, dass man mit Wasserstoff noch weiter vorne liegen, dass man da bestimmt noch 10, 15 Jahre braucht, wenn überhaupt. Man, dass man diesen Wasserstoff sicher transportiert, dann letztendlich sagen die Energieversorger, man, jetzt ist man so weit, dass man sagt, man kann bis zu 20% Wasserstoff mit einspeisen, das hilft uns aber nichts, weil im Raum ja 65%igen Anteil von erneuerbaren Energien. Also sagen die irgendwann, wenn, dann können es bloß 100% liefern, dann brauchen wir aber auch Gasheizung oder Wasserstoffheizung, die wollen auch 100% Wasserstoff verarbeiten können. Also ich denke, das liegt in weiter Ferne. Und zu guter Letzt hat man halt die Fernwärme, aber da gilt es genauso, alle neuen Fernwärmenetze, wo gebaut werden, oder die Heizungsanlagen dafür, müssen ja ab Januar 2024 mit 65% erneuerbaren Energien erstellt werden. Die haben also dieselben Probleme wie beim Einfamilienhaus, wird auch nicht so leicht werden. Dann wird man auch nicht alles mit Fernwärme schließen können, vor allem wenn man jetzt von Regensburg redet, vom Stadtbereich, wird das schwierig werden. Und es gibt ja viele Fernwärmenetze, wo wir jetzt haben, ja noch, ich sage mal, mit Erdgas betrieben werden. Also da haben wir unsere Probleme. Und das nächste, was noch Energieofen war, zumindest aktuell für die Bestandshäuser, war halt noch die Biomasseheizung. Und da gibt es halt von unseren Verbänden und Fachverbänden und Zentralverband schon viele Anregungen, dass man halt zum einen auch die Biomasse, sprich Pelletsanlagen, auch im Neubau verbauen darf, weil jetzt ist es ja nicht mehr vorgesehen, dass man es im Neubau verbauen darf. Und wo halt uns der Schuh drückt, muss ich sagen, vor allem handeln, vor allem die kurzen Fristen. Also prinzipiell haben wir von unserem Handwerk, SRK, seine Heiz- und Klima, natürlich schon bereit, das umzusetzen, was unsere Politik beschließt. Aber diese Umsetzung bereitet uns natürlich viele Probleme. Na, wenn man heute auf Wärmepumpe geht und schaut, also wir haben letztes Jahr knapp 1 Million Heizungen verbaut worden, davon waren ungefähr 230.000 Wärmepumpen und noch irgendwo 550.000 Gasbrennwertheizungen. Da gibt es noch Heizwert und Biomasse ist eh ein relativ kleiner Anteil, wenn mit 8% oder 9% von der knappen Million. Und wenn man das, diese Gasheizungen dann im Prinzip komplett ersetzen durch die Wärmepumpen und die E-Auto nehmen ja auch immer mehr zu, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wo der Strom herkommen soll. Ich meine, dass wir den Strom vielleicht kriegen, ist das eine. Aber dass man diesen Strom auch dementsprechend transportieren kann über die vorhandenen Netze und zu jedem Verbraucher bringen kann, das, glaube ich, birgt große Probleme. Also bei den Installationsausschusssitzungen sagen die schon, wenn das dann so zunimmt, wie man jetzt annimmt, dass die da zum Teil 10 bis 15 Jahre braucht, bis die Infrastruktur überhaupt ja, auf das vorbereiten, was ja eigentlich ab zum 1. Jahr 2024 schon kommen soll. Und bei uns haben halt große Probleme momentan die Materialbeschaffung, da hat sich ja nichts geändert. Also das sind nicht bloß Wärmepumpen, ich rede jetzt von guten Wärmepumpen von deutschen Herstellern, die wo also wirklich, sagen wir mal, von 6 Monaten bis teilweise 24 Monate Lieferzeit haben. Man, es drängen natürlich auch viele Hersteller aus dem Weltmarkt auf uns, also auch auf Deutschland. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen, die wo halt, sagen wir mal, günstigere Wärmepumpen haben, die wollen vor allem aus der Kältetechnik kommen. Die haben zum Teil auch verfügbar. Ich will jetzt die Anlagen nicht schlecht reden, aber wenn wir heute halt gute, namhafte Wärmepumpen, wo halt ein guter Service und eine gute Betreuung dahinter steht, einbaut oder einbauen will, dann haben wir momentan irgendwo rund 12 Monate Lieferzeit. Und das nächste ist natürlich auch der Fachkräftemangel. Ich meine, den Fachkräftemangel haben ja nicht bloß wir auf der Heizungs- und Klimaseite, sondern haben wir ja überall, in jeder Sparte. Und gut, es wird natürlich, also wir wollen es natürlich begleiten, was die Regierung beschließt, aber wir sehen da schon also unsere ja, Probleme drin. Vor allem geht es halt um die Fristen, also diese kurzen Übergangsfristen. Und man ist,
Dann geht es ja um die im Prinzip soziale Verträglichkeit. Es ist ja nicht jeder Rentner, der Haus hat und das gerade abbezahlt hat und dann umstellen muss und dann Wärmepumpe einbauen soll, am besten noch Photovoltaik, dass er seinen Strom selber erzeugt. Dann den Gebäudestandard auf Vordermann bringen, also Kellerdeckendämmung, Außendämmung, Fenster, neue Fensteraustausch, Dachdämmung, das kann ja gar nicht stimmen. Mittlerweile ist ja eine Klausel eingearbeitet, dass also Endverbraucher, die also das 80. Lebensjahr erreicht haben, dass der dann nicht mehr machen muss, aber ist eigentlich nicht richtig. Da haben wir auch in diese Empfehlung mit eingereicht, dass das eigentlich für alle Rentner gelten soll, weil ich sage mal, der 80-jährige Rentner mit seinem alten Haus muss ja nicht unbedingt weniger haben, wie einer, der jetzt mit 65, 66 oder 67 Jahren in die Rente geht. Also eigentlich sollte das dann schon auf alle Rentner so umgelegt werden, dass das auch, ja, im Prinzip, was soll ich jetzt sagen, ja. Ja, dass es halt nicht bloß die 80-Jährigen sind, sondern dass halt da wirklich die Waage hergestellt, was eigentlich alle Rentner betreffen muss. Ja, gut. Also von meiner Seite ist das Ganze einmal im Groben. Es gibt natürlich viele Feinheiten, was man also gerne versuchen würde, was auch mit anerkannt wird. Da geht es auch halt um Einzelöfen mit Wassertaschen, dass die mit berücksichtigt werden würden, in die Zentralheizung einzuspeisen. Das Problem ist, Gashybrid oder Ölhybrid mit Solar ist gar nicht machbar. Also groß können die Dächer gar nicht sein. Also wir haben ziemlich wenig Möglichkeiten. Und wenn uns jetzt die Biomasse dann auch noch eingeschränkt wird, dann haben wir noch viel, viel weniger Möglichkeiten, dass man auch das bei größeren Bauvorhaben umsetzt. Also wichtig war halt wirklich der Appell an die Politik, an Sie und an die Politik, dass man wirklich schaut, dass man da also längere Übergangsfristen kriegt, weil das sonst bestimmt nicht machbar ist, weder von uns, von Materialbesorgung, noch vom Einbau, also sprich Kapazität von den Arbeitskräften, noch von der Infrastruktur. Das muss ja alles dafür hergerichtet werden. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, ich baue jetzt 750.000 Wärmepumpen oder 800.000. Erstmal haben wir es gar nicht zur Verfügung. Und zum anderen ist ja die Frage, ob man das von der Infrastruktur überhaupt machen kann. Also unsere regionalen Versorger sagen, das kann nicht funktionieren in dieser Masse. Okay, Herr Peter, erstmal vielen herzlichen Dank für den Überblick, den Sie uns gegeben haben. Und wir werden sicherlich nachher noch Fragen im Detail haben. Ja. Felix, vielleicht darf ich aus deiner Perspektive mal, wenn du ein ganz bisschen was zum Doing sagen kannst. Schafft ihr das denn alles auch zum Umsetzen? Ich meine, ihr habt ja jetzt schon recht viel Arbeit. Wie schaut das denn aus, wenn das jetzt tatsächlich so kommt, da mit Personal, Fachkräften, aber der Peter hat es vorhin schon gesagt, mit Material, ist das dann alles da, dass man das auch so umsetzen kann? Also das Material ist nicht da, wir haben wirklich teilweise Lieferzeiten von über 12 Monaten und wir bekommen das komplette Material nur ein Stückchenweise geliefert, du hast 90% von der Anlage dann auf Lager, musst alles vorfinanzieren, weil kein Händler, kein Hersteller, die mir irgendwas auf Abruf zur Verfügung stellt, du musst es einzeln nehmen, da kommt jede Bedienungsanleitung, jedes Kabel einzeln und das, was du wirklich brauchst dann, um die Anlage wirklich einbauen zu können und in Betrieb nehmen zu können, das kommt dann ganz zum Schluss. Mhm. Also wir haben wirklich teilweise Sachen, die haben wir vor über einem Jahr schon gestellt und haben zigtausende von Euro vorfinanziert und du kannst die Anlagen einfach nicht einbauen, weil du das Material nicht hast. Grundsätzlich bin ich ein Fan von der Wärmepumpen, also im Neubausektor bauen wir fast nur Wärmepumpenanlagen, weil für moderne Niedrigenergiehäuser eine Wärmepumpe eine super Heizung ist. Aber ich sehe halt auch ein Problem, wir arbeiten sehr viel in Ringspiel, in der Altstadt, Stadt am Hof, Weltkulturerbestadt, da ist technisch aktuell nicht einmal möglich, dass ich 65% regenerativ einbaue. Da sind hunderte, tausende von Gas-Etagenheizungen drin. Ich habe aktuell ein Objekt in Stadt am Hof mit mehreren Einzelfeuerstätten. Das Haus steht an der Straße, es ist ein Innenhof da mit 20 Quadratmeter, es ist kein Platz für eine Wärmepumpe. Das ist einfach das Problem. Ich kann auch in der Altstadt nicht Wärmepumpen irgendwo an der Fassade und in Nadeln. Ich möchte wissen, was das Denkmalamt dazu sagt. Und
Tiefbohrungen in der Innenstadt, in Regensburg mit unserem Untergrund. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo eine Genehmigung kommt, dass ich das überhaupt machen darf. Und da sehe ich auch für Jahrzehnte hinweg weiterhin reine Gasheizungen als die technisch einzige Alternative. Weil wenn ich auf Fernwärme mit Fernwärme versorgen will, dann müsste auch der örtliche Gasversorger mit Triebwerk umsteigen auf Fernwärme und müsste die komplette Innenstadt aufgraben und Leitungen verlegen in die einzelnen Häuser. Und dann habe ich ein teilweise Problem in Häusern. Es gibt ja viele Anlagen, die sind nicht im Eigentum von einer Wohnbau oder von einem Einzelbesitzer. Da sind Eigentümergemeinschaften, da 50 Wohnungen, 40 Eigentümer. Wie will ich das rechtlich machen, dass da eine sagt, ich habe das gar nicht, wie soll das finanziell umsetzbar sein, dass das mit einer Wärmepumpenanlage funktioniert. Also das, die Probleme sehe ich von meiner Seite aus. Und Fachkräfte ist auch ein Thema, weil halt die Anlagen einfach mehr Aufwand machen zum Einbauen, wie herkömmliche Heizungen, dadurch auch der Zeitaufwand größer, dadurch in weniger Anlagen mit gleichem Personal einbaubar sind. Und das Ganze verschlimmert halt die aktuelle Situation. Okay. Hauptsächlich mit der Verfügbarkeit der Materialien. Ja. Vielen Dank, Felix. Dann vielleicht einmal, Herr Liedl, bei einer weitermachen. Das Material, das der Menschheit seit jeher zum Wärmemacher zur Verfügung stand, Holz, ist das seit vielen Monaten und Wochen ein sehr umstrittenes ist. Wir haben es ja auf der europäischen Ebene mit den ganzen Richtlinien, Diskussionen ja sehr intensiv jetzt gemerkt, wo dann in Europa endlich mal das Einsehen dann war am Schluss, dass man mit Holz doch auch nachhaltig Energie erzeugen kann. Machen wir jetzt in der Debatte durch die Hintertür mit dem Gebäudeenergiegesetz. Herr Liedl, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht so ein bisschen einen Einblick und eine Einschätzung geben, was das für Auswirkungen hat. Also, die Forderung ist ganz klar, dass es weiterhin möglich sein wird, Brennholz oder Biomasse, ich werde es mir ein bisschen erklären, auch weiterhin nutzen darf. Weil wir haben verschiedene Bereiche oder Erneuerungen, was genau jetzt enorm wichtig ist, dass wir das machen können. Zum einen vielleicht einmal erklären, Biomasse ist nicht etwas, das was wir künstlich erzeugen, sondern es fällt mit an. Also es ist genau zur jetzigen Zeit im Klimawandel das Ziel, CO2 zu speichern. Also sprich, Holz zu verbauen. Wenn ich Holz verbaue, muss ich Holz einschlagen und nicht importieren. Im Wald beim Einschlag sind in etwa 25% der gesamten Menge im Bereich Brennholz, Biomasse. Das kann man nicht weniger machen, das fällt an bei der normalen Nutzung. Im Sägewerk haben es in etwa 60%, daneben Schnittholz nur zum Beispiel in Sägespäne in die Pelletsproduktion gehen. Also sprich, beim ganz normalen Holzeinschlag, Holzverwendung fällt diese Biomasse an. Und es ist ein Irrsinn, so glaube ich, kann man das sagen, jetzt genau das, was da ist, also man kennt ja diese Aussage, diese Biomasse ist sowieso da, die fällt an, und jetzt um das genau zu verbieten. Dann kommt hinzu, dass wir jetzt im Klimawandel haben, dass wir einen erhöhten Einschlag haben, nicht weil wir den wollen oder forcieren, sondern weil uns der durch den Klimawandel aufgetragen wird. Also wir haben in dieser Region Gott sei Dank noch nicht so, aber wenn wir nach Nordbayern schauen, wenn wir nach Mitteldeutschland schauen, dort wo das schon stattgefunden hat, wo große Flächen mit dem Käfer weggefressen sind, da fällt diese Biomasse natürlich nur viel mehr an. Und jetzt das zu machen, wenn man es im letzten Jahr kurz einmal gemacht hat, Biomasse in den Wald zu verhäckseln und dort einen Rohstoff zu vergammeln lassen, der ist dann Meter hoch in den Wald gehäckselt worden, dort auch CO2 freisetzt, im Übrigen, also die kalte Verbrennung, sagt man da, also das macht noch weniger Sinn. Und wir brauchen für diesen Waldumbau weiterhin die Nutzung in der Biomasse, der ist enorm wichtig. Und dann wird es auch so sein, dass man mit diesen anderen Baumarten, die den Klimawandel besser vertragen,
auch in der Durchforstung, auch im Umbau wieder Anfall haben werden, zwangsweise, weil wir das nutzen müssen, durchforsten müssen, dass diese neuen Baumarten zu uns kommen. Wir haben in etwa 400 Festmeter Vorrat im Wald. Festmeter pro Hektar im Wald stehen. Es bringt nichts zu sagen, wir lassen da Urwald, wir machen nichts. Der Vorrat wird irgendwann nicht mehr größer. Wenn der Mastkrug voll ist, dann ist er voll. Ich konnte den Mast auffüllen, der wird nicht voller. Und dieser Vorrat wird nicht größer. Wir gehen eher noch viel mehr ins Risiko, dass man bei Kalamitäten, bei diesen überalterten Beständen, dass das dann einfach alles gemeinsam anfällt, so wie es jetzt in Mitteldeutschland und in Teilen Oberfranken schon passiert ist. Also wir brauchen genau jetzt weiterhin die Nutzung von Biomasse. Bei den euren Mitgliedern, wie sind die Reaktionen jetzt im Moment gewesen? Also nachdem jetzt das Aufatmen war, dass das in Brüssel trotzdem weitergeht und dann eine Woche oder zwei Wochen später kommt der Bund und sagt, nein. Also das ist genau das Thema gewesen. Es ist massiv schon in Richtung EU geschaut worden. Man hat es mit vielen Aktionen geschafft, das muss man tatsächlich sagen. Man hat viele Leute wachgerüttelt und hat gesagt, schaut auf, was da passiert. Und dann haben wir sie ganz kurz gefreut über den Erfolg. Also wir haben nichts Neues erfunden, wir wollten nur weiterhin Biomasse als erneuerbar geltend machen. Und dann kommt über die Hintertür, dass wieder verboten wird. Und die Argumente, die angeführt werden, die haben teilweise verständlich, also ich darf ein paar bringen, wenn Pelletsproduktion aus einem Nationalpark in Rumänien passiert, dann haben wir natürlich wir auch alle dagegen, aber das passiert in Deutschland nicht. Wir haben in Deutschland eine gute Pelletsproduktion, die in erster Linie aus Sägerestholz passiert und das wird nicht in großen Kohlekraftwerken verheizt, wie das immer öffentlich dargestellt wird. Und wir brauchen weiterhin auch für den einzelnen Waldbesitzer die Verwendung von Restholz, ich habe eingangs die Prozentanteile gesagt, dass wir auch weiterhin Wald bewirtschaften können. Wir müssen Wald bewirtschaften, weil wenn der Staat diese Pflege der ganzen Wälder bezahlen muss, dann wird das etwas, was man nicht bezahlen kann. Können Sie mal erläutern, wie der Stand der Dinge jetzt aktuell ist beim Holz? Weil Sie sprechen immer von Verboten. Und wie ist das jetzt konkret? Darf man jetzt keine Pelletsheizung einbauen? Oder? Ja, es war zumindest EU, um das Geld zwar verhindert, aber da war geplant, dass die Primärbiomasse nicht mehr nachhaltig ist. Also vielleicht als kleines Beispiel, Primär heißt, es fällt im Wald an und man fährt es direkt nach Hause. Also Primär ist nicht mehr nachhaltig. Wenn aber wer prüft, also ein Sägewerk, ein Industriebetrieb, ich kann das Holz nicht brauchen, weil es faul ist, weil es ein Gipfel ist, unförmig kann man nicht mehr schneiden, dann wäre es nach RED 3 wieder nachhaltig gewesen. Also eigentlich das gleiche Stück. Also ein, ja, weiß gar nicht, weil ich das nennen soll. Und jetzt machen wir eigentlich die gleiche Diskussion über die Hintertür, dass man auch wieder an die Holzverbrennung geht, mit Argument Feinstaub zum Beispiel, habe ich vorhin nur vergessen. Also auch die Technik ist in die Feuerungsanlagen jetzt stehen geblieben. Größere Fernwärmenetze, die mit Biomasse betrieben werden, die haben Feinstaubanlagen drin. Da gibt es nicht diese Verbrennung, wenn wir vor 200 Jahren gehabt haben, mit einem offenen Kamin und mit großem Feinstaub. Also die Technik ist dann jetzt stehen geblieben. Aber das gilt jetzt für größere Betriebe, wenn ich jetzt in meinem eigenen Haus auf der Pelletheizung habe, schaut es anders aus, oder? Sogar da hat die Pelletsverbrennung, ich glaube irgendwo 0,7% Ascheanteil. Also das ist eine der besten Verbrennungen, also eine Pelletsheizung. Und nochmal, die Technik hat sich auch in der Verbrennung verändert. Ich bin ein neuer Kessel, ist der Feinstaubabsauger. Ja. Also Pellet für normale kleine, einfache Häuser ist okay, sagen Sie. Ist okay. Aber nicht laut
künftigen. Ja, ja. Noch genau. Was mit dem GEG entwurf ist halt vorgesehen, dass man es ab 2024 im Neubau nicht mehr verbauen darf. Okay. Und dann auch im Bestand auch wieder was beschränkt, weil genau. Man dann auch wieder mit Staubfilter aufrüsten, man muss mit Solar kombinieren oder mit einer Warmwasserpumpe oder mit einer Wärme. Sie haben es vorhin gesagt, also wenn man es kombinieren will, jetzt also, wieder teuer. Also gerade unsere Waldbesitzer, die ja jetzt mehr bei früher, das muss man tatsächlich sagen, aber wieder den eigenen Brennstoff verwerten, als Brennholz, als Hackschnitzel. Und wenn man den, der die Biomasse selber produziert, jetzt nicht auferlegt, der man nur einen gewissen Prozentanteil über welche Art auch immer mit zusätzlich machen, also dann nochmal zusätzlich kosten. Also das ist schon teuer. Das macht keinen Sinn. Und ab 24 ist Pellet nicht mehr. Ist vorgesehen. Also das Gesetz ist einfach nicht vor, was ist ja noch nicht beschlossen. Vorschlag ist drin. Herr Lieben, dann darf ich vielen herzlichen Dank sagen, dass Sie aus Ihrer Perspektive der forstwirtschaftlichen Vereinigung mal so ein bisschen erzählt haben, welche Nöte das da gibt. Vor allem ist es gerade für den ländlichen Raum eine Herausforderung, weil wir ja doch sehr viele Waldbesitzer haben, die halt dann tatsächlich auch mit ihren eigenen Heizungen dann das Holz verfeuert haben. Und das, denke ich, sind so Dinge, die dann immer wirklich nachhaltig und verständlich sind. Also ich glaube, da muss man wirklich nachbessern. Herr Lieberkern, Sie sind jetzt ein bisschen in der Twitter-Stellung, einmal als Chef einer Wohnungsbaugenossenschaft, als Eigentümer von Immobilien. Darf mich mal interessieren, wie da Ihre Perspektiven sind, wie Sie an die Thematik herangehen. Aber zum anderen darf mich ganz stark auch interessieren, die Perspektive Ihrer Mieter. Ich meine, das Thema Knappheit ist ein großes an Wohnraum, aber der Mietpreis an sich ist ein Thema. Und ich meine, teuer war das Stichwort jetzt fast bei jeder Rede. Wie wirkt sich das auf die Mieten aus? Kann man das schon mal so ein kleines bisschen eintaxieren, welche Perspektiven Sie da oder Prognosen Sie da geben? Also das ist ja extrem schwierig für uns als älteste Wohnbaugenossenschaft Oberpfalz. Wir sind 1895 schon gegründet worden, dementsprechend ist das Gros unseres Wohnungsbestandes über 100 Jahre und dementsprechend war das, bevor dass ich gekommen bin, das sind mittlerweile jetzt auch schon 15 Jahre, waren das großteils Einzelfeuerstätten, sprich Gas- und Taschenheizungen, Gas-Einzelöfen, Nachtspeicheröfen. Und wir haben im Grunde die letzten 15 Jahre immer wieder Analysen gemacht, Begehungen durchgeführt, wie können wir letztendlich den Mietern am ersten Geld sparen von Heizkosten, Warmwasserbereitung, was können wir da machen. Da sind wir letztendlich auf die ganzen Ideen gekommen, dass wir eine eigene Nahwärmeversorgung aufgebaut haben, eben mit größeren Gasbrennwertanlagen. Das ist halt einfach auf die Leistung gesehen von mehreren hundert kW der billigste letztendlich die billigste Quelle und auch durch das ganze Netz, was man ja von der Rehberg vom Gas in Stadt Regensburg hat, weil wir haben da in der Stadt Regensburg eben auch unsere Liegenschaften, die schnellste Art, den Mietern eine vernünftige Heizung und Warmwasserbereitung zur Verfügung zu stellen. Wir haben das zum Teil im bewohnten Zustand gemacht. Das war eine enorme Herausforderung, aber das war letztendlich für die Mieter eine Einsparung von mindestens 50% von ihren ursprünglichen Kosten und letztendlich auch für unsere Infrastruktur mit der ganzen Unterhalt von den Einzelkaminen, mit den ganzen anderen Sachen, mit dem Unterhalt des Gasnetzes in den Gebäuden, wo ja im Grunde auch immer wieder mit Holzbalkendecken ältere Gebäude dementsprechend einen höheren Instandhaltungsaufwand haben. Und so haben wir halt das geschafft, dass wir über die letzten 10 Jahre über 300 Mietern Zentralheizung zur Verfügung gestellt haben und sind dann erst nach und nach an die energetische Situation rangegangen, dass man sagt, wo macht letztendlich eine Fassadendämmung Sinn, wo machen neue Fenster einen Sinn. Kellerdeckendämmungen sind in den Altbauten extrem schwierig. Die sind ja zum Teil nicht einmal 1,80 hoch. Wir wollen sie im Grunde da in einem alten Gebäude, wo keine vernünftige Bodenplatte da ist, wo nur Streifenfundamente da sind, wo wollen sie da eine energetische Situation im bewohnten Zustand ermöglichen. Also haben wir den zweiten, sage ich jetzt mal,
Punkt aufgemacht. Wir sanieren seit 2012 generell. Das ist bis in den letzten Jahren war das bis zu 5% des gesamten Bestandes. Und Sie wissen es ja alle, die ganzen KfW-Effizienzhäuser, die Programme, sind im Grunde jetzt von 2012 auf 2013 enorm zusammengestrichen worden. Jetzt, wo man dann im Grunde dann nochmal den regenerativen Anteil erhöht hat, wird es einfach dazu führen, dass unsere Mieter hinsichtlich dieser Sanierungs- oder Umstellungssituation weniger, wir werden das einfach reduzieren müssen, wir werden dann immer vor Quote vor Richtung 5% vielleicht noch auf die Hälfte kommen, weil wir haben die Sanierungskosten einfach mal aus dem Jahr 2013 mit dem Jahr 2023 verglichen. Da haben wir bei einer Netzsanierung, wo wir energetisch die gleichen Situationen haben, haben wir noch 2013 1700 Euro Komplettkosten gezahlt. Wir sind jetzt mittlerweile bei Komplettkosten von 2700 Euro. Sprich, pro Quadratmeter Wohnfläche. Für diesen Preis haben Sie Anfang 2010 bis 2014 noch einen sehr guten Neubau bekommen, mit Aufzug und allen anderen Sachen. Und man sieht halt einfach durch die enormen Kostensteigerungen, wird sich diese Sanierungsquoten, werden sich dementsprechend nach unten orientieren und auch letztendlich der Mietpreis wird sich dementsprechend weiter nach oben entwickeln. Wir haben immer geschaut, dass sich die Bestandsmieter bei uns, wenn die wieder in ihre bestandsgeneral sanierte Wohnung, also sie sind in der Zwischenlösung untergebracht gewesen, sind dann wieder in ihre angestammte Wohnung, die dann generell saniert ist, haben wir immer geschaut, dass wir 2 Euro netto kalt bloß als Aufschlag nehmen. Das lässt sich im Grunde nicht mehr durchführen, das muss mehr sein, weil wir schauen ja, dass wir unsere Mieter den Umzug zahlen, dass wir älteren Mietern Behördengänge mit abnehmen, also einfach viel mehr Service, die andere Unternehmen nicht leisten können oder vielleicht auch wollen. Aber das muss man halt einfach dann in Frage stellen, kann man einen Umzug, der zum Teil nicht plus 1000 Euro oder 2000 Euro im Gesamtpaket nur mit zahlen, 2 Euro netto Kaltmiete als Aufschlag, wenn die Kosten auf uns zukommen, also wird es im Grunde nicht so sein, sprich, es werden immer weniger Mieter in den Genuss von generell sanierten Objekten kommen und die Miete wird dementsprechend höher anzusetzen sein und wir werden dementsprechend dann auch ja, mehr Mieterhöhungsrunden in der Zukunft machen müssen, damit wir eben diese Kosten letztendlich auffangen. Weil wir haben es ja im Grunde alle bereits gesagt, ein KW mit Gasbrennwerttechnik und ein KW mit Luftwärmepumpen, das kostet ein Vielfaches, ist im Altbau mit im Grunde normalen Heizkörperleitungsnetz im Grunde schwer durchführbar, ist im generalsanierten Altbau, wo es vielleicht eine Fußbodenheizung mit den Aufbau in der Kühle kommen, ist es unter Umständen möglich, im Neubau sowieso, aber da fährt man halt einfach mit einem ganz anderen, sage ich jetzt mal, Temperaturverlauf hin. Und dementsprechend sehen wir das jetzt für unsere Mieter für die Zukunft extrem schwierig, dass alle in absehbarer Zeit bei uns in den Genuss von generell sanierten Objekten kommen. Ja, Stichwort zwischendrin, Sie haben vorher von der Nahwärmeversorgung gesprochen. Das ist ja deine Genossenschaft hier, ich komme jetzt aus Computer, deswegen war ich nicht so wohl hier. Das ist da wahrscheinlich relativ einfach möglich, weil die Objekte in unmittelbar oder mehr oder weniger unmittelbarer Umgebung liegen. Was ist jetzt mit Miethäusern, die eben verkauft überall, damit sie schon solche Probleme haben? Das ist ja dann überhaupt nicht mehr möglich, da sinnvoll Heizversorgung zu anzubieten, oder? Also in Kumpfmühl haben wir ja, wie Sie es richtig gesagt haben, den Genuss, dass wir über 600 Einheiten direkt, in einem Quartier haben. Dementsprechend haben wir da auch relativ schnell die Wärmeversorgungsleitungen eben verlegen können. Sie haben vollkommen recht, wir haben einzelne Liegenschaften, wo im Grunde nur 10 Einheiten oder wie in der Altstadt sind es gerade 50 Einheiten. Da ist es extrem schwierig, weil sie halt einfach durch die fehlenden Grünstreifen ja gar nicht auf privatem Grund diese Leitungen verlegen können. Dann haben sie einfach das Problem in der Altstadt, dass
da mit der Erneuerung vom Kanalnetz, mit Glasfaserverlegung, mit neuen Stromleitungen, für das gar kein Platz im Grunde mehr da ist. Und für Luft-Wärme-Pumpen, wie wir es auch schon gesagt haben, die haben sie gar nicht die Dachflächen, weil in der Altstadt haben sie halt im Grunde mal ein Dach, wo im Grunde Walm- oder Satteldach ausgebildet ist. Und Luft-Wärme-Pumpen stellen wir jetzt im Grunde schon in Kumpfmühl auf die Neubauten, wo wir Flachdach haben. Das ist im Grunde schon komplett alles zugeplant. Also wir schaffen letztendlich auf den Bestandsgebäuden keinerlei Kapazitäten mehr, mit Luft-Wärme-Pumpen da abzustellen. Noch eine Frage, dann höre ich wieder auf, zu diesem Nahwärmesystem. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie dann überall Blockheizkraft herstehen, dass diese Einheiten versorgt, oder ist das dezentral alles? Oder? Nein, wir haben das speziell in Liegenschaften untersucht, wo wir die dementsprechenden Größen im Gebäude schon vorhanden gehabt haben. Das sind halt zum Teil aus den früheren Jahrzehnten, hat es ja noch Waschhäuser in den Kellern gegeben, die hat man dementsprechend vergrößert, hat Mieterkeller im Grunde verkleinert und hat dann im Grunde geschaut, ob man hier über gewisse Kaskaden dann 500 kW in einzelnen Liegenschaften und da hängen halt bis zu 150 Wohnungen an einer großen Zentrale. Das ist alles momentan mit Gas. Also geht künftig auch nicht mehr? Wird zukünftig nicht mehr funktionieren. Wir haben im Jahr 2019, 2020 haben wir noch die Gaslieferverträge ausgeschrieben. Unsere Mieter kommen bei einer Kilowattstunde am Bruttopreis von rund 5 Cent noch raus. Also Sie wissen alles, wir sind ja schon bei über 20 Cent zum Teil. Also für uns haben die Mieter das noch nicht flächendeckend, die ganze Energiekrise, weil wir da vorausschauend im Grunde das eingekauft haben. Aber letztendlich wird es in der Zukunft auch für unsere Mieter enorm teurer werden. Und es bleibt halt im Grunde spannend, wenn da die nächste Sanierung ansteht, wie man das mit Luft-Wärme-Pumpen oder anderen Energieformen letztendlich. Ja, haben Sie die Kapazitäten gar nicht mehr für die Wärmepumpen? Ja, es ist halt auch schwierig, wenn Sie ein generell saniertes Objekt mit einem ausgebauten Dachgeschoss haben, Sie dementsprechend Dachliegefenster für die Belichtung oder halt Sie haben Sie am Erker. Also scheidet im Grunde eine solare Unterstützung aufgrund der fehlenden Dachflächen schon mal aus. Auch PV-Anlagen sind extrem schwierig. Und dementsprechend ist es für uns momentan nicht vorstellbar, dass wir diese großen Anlagen dementsprechend umstellen können. Okay. Aber wie geht es dann verlässlich? Man, Herr Eigl hat es ja vorher auch schon angesprochen, in der Stadt ist das halt einfach ein Problem mit dem Raum, wenn dann nur noch Wärmepumpe gehen wird. Also wir haben aktuell keinen Vorschlag, wie es funktionieren wird. Und Sie wissen es ja selber, wenn jetzt da eine Erneuerung ansteht, dann werden wir berechtigt, aufgrund der Modernisierung ja auch die Miete zu erhöhen. Die Mieter haben jetzt dadurch nicht unbedingt einen Mehrwert, weil durch die günstige Einkaufspolitik in den vergangenen Jahren und das Ganze ja dann mit, was mit Strom unter Umständen betrieben wird, wird es nicht billiger werden. Und die Luft-Wärme-Pumpen werden zwar von den ganzen Anlagenzahlen immer effektiver, aber Sie wissen selber, selbst wenn wir bei über 4 im Grunde sind, wenn ich sage, ich habe einen Gaspreis von 5 Cent, nehme ich mal 4 für 20 Cent, kriege ich halt keinen Strom. Preis pro Kilowatt ist es halt extrem schwierig, dass man das adäquat im Grunde den Mietern dann zur Verfügung stellt. Ich noch was fragen, die anderen Herren, betreffend diese Wärmepumpengeschichte. Ich bin selber betroffen, ich habe rein aus dem Müll, ich habe das 16 Energieberatungstermin, das Problem mit den Wärmepumpen scheint ja wohl zu sein, dass es im Bestand, also gerade in älteren Gebäuden, schwierig ist, weil wegen der Vorlauftemperatur und wenn man einen kleinen Heizkörper hat und wenn man halt keine Fußbodenheizung oder Wandheizungen hat, können Sie da mal was dazu sagen, ob sich da die Technik vielleicht dahingehend jetzt ändert, dass man auch in Häusern, die normale Röpfenheizkörper haben, ist mit Wärmepumpen sinnvoll arbeiten kann? Mittlerweile Hochtemperatur-Wärmepumpen mit neuen Kaltemitteln, wie zum Beispiel R290, das auch als natürliches Kaltemittel gilt, da kann ich sehr hohe Vorlauftemperaturen mit sehr guten Wirkungsgraden kombinieren. Aha. Nur habe ich halt da das Problem, dass diese Wärmepumpen nur für leistungsmäßig aktuell für alle Hersteller bis maximal 10, 12, 13 kW lieferbar sind. Das heißt, für ältere
Häuser, aha, wo ihr einen höheren Wärmebedarf habt, größere Häuser, gibt es keine am Markt. Also nur für kleine? Aktuell gibt es nichts. Mhm. Also es ist zwar angekündigt von fast allen Herstellern, größere Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln, die hohe Vorlauftemperaturen schaffen, am Markt zu bringen, nur halt wann, also es gibt Absichtserklärungen, ab Mitte, Ende dieses Jahres soll es verfügbar sein. Das heißt, es gibt Preislisten, wo ich es dann bestellen kann, aber ich kriege eigentlich die Kleine schon nicht unter 12 Monaten. Gut, ich sage mal, für so ein Reihenhaus wird jetzt die Leistung nicht so groß sein, aber was halt immer wichtig ist, man muss jedes Haus für sich betrachten, man muss eine Heizlastberechnung machen, muss man sowieso vorgeben, also eine ausführliche Berechnung nach dem Verfahren B, da muss also die Heizlastraumweise berechnet werden, da müssen die Heizkörper dann überprüft werden, was sind für Heizkörper eingebaut. Früher hat man halt eine Vorlauftemperatur gehabt, 70, 50, also 70 Grad Vorlauf, 50 Grad Rücklauf, 20 Grad Spreizung. Für Wärmepumpe, wenn man schon mit Heizkörper heizt, war halt die Temperatur, sagen wir mal, annehmbar mit 55, 45, das heißt, ich senke die Temperatur, Vorlauftemperatur um 15 Grad ab, habe aber dann bloß noch Delta T von 10 Grad. Jetzt ist natürlich entscheidend, wie groß ist der Heizkörper, wo drin ist, was bringt der für Leistung bei 55, 45? Was heißt das für die Raumtemperatur? Raumtemperatur gibt es dann maximal direkt? Nein, die Raumtemperatur haben sie genauso wie vorher. Wichtig ist ja nur, dass der Heizkörper mit der angestrebten Vorlauftemperatur die Heizlast deckt. Und jetzt kommt es darauf an, früher sind halt doch große Heizkörper eingebaut worden. Kann unter Umständen sein, dass den Heizkörper im Prinzip gar nicht austauschen müssen. Aber man darf dann auch nicht bloß den Heizkörper betrachten, man muss auch das Rohrnetz betrachten, weil durch das geringere Delta T habe ich natürlich auch größere Volumenströme. Und darum muss man das einfach wirklich für jedes Haus für sich betrachten. Man muss das berechnen, man muss das überprüfen. Und dann kann man da schauen, dann sieht man auch, wo man von der Leistung ist, dann kann man die Wärmepumpe erst auslegen. Schlimmsten Fall, wenn das Haus größer war, kann man zwei Wärmepumpen kombinieren. Es ist jetzt nicht, dass es nicht machbar ist. Die Frage ist immer nur, mit welchem Aufwand ist das machbar. Ja, aber es ist, also das heißt nicht, also wir haben schon mehrere Häuser umgestellt, wo bloß Heizkörper drin sind. Die laufen seit zwei Jahren einwandfrei. Das ist, man hört, das sind relativ neuere, da reden wir jetzt von Baujahr 99 bis 2004, wo wir austauscht haben, wo nur Heizkörper drin sind, aber funktioniert einwandfrei. Es muss halt alles passen. Unter Umständen muss man zwei, drei Heizkörper vergrößern. Von den Rohleitungsquerschnitten passen meistens, weil man früher sehr größere Rohquerschnitte verbaut hat. Wer schafft denn das, diese Beratungstätigkeit überhaupt auszuüben? Ich meine, ich schreibe das mal hier zu mir. Und das ist zum Beispiel bei uns ein Riesenproblem. Wir haben mittlerweile schon fast mehr Personal wie im Büro wie draußen. Das sieht man nicht. Früher hat man eine Beratung gemacht, zum Beispiel für eine Gasheizung oder Ölheizung. Da haben wir ungefähr 15 bis 20 Minuten gebraucht. Ja. Heute, wenn wir zum Kunden kommen, also schon seit letztem Jahr, weil eigentlich wissen wir ja schon seit letztem Jahr, dass wir Alternativen brauchen, aber also seit diesem Jahr ist es natürlich ganz extrem. Du kommst zum Kunden, der Kunden will eigentlich über jede Heizungsform informiert werden. Du sollst ihm am besten von jeder Heizung dann den Preis sagen. Und wenn es geht, soll ich dir nur vier Angebote machen, das funktioniert aber nicht. Weil wir sowieso schon zwei Stunden dort sitzen beim Beraten, also wir beraten eigentlich ausführlich. Wir sagen auch über den Daumen circa Preise und dann legen wir die Entscheidung schon den Kunden neu. Der Kunde muss sich letztendlich entscheiden, was er ausgeben kann, was er nicht ausgeben kann oder was er für ein Heizsystem will. Und dann machen wir wirklich für den Kunden speziell sein Angebot. Ich meine, das ist auch, wenn man ein Angebot macht für Wärmepumpe, dann muss man wirklich im Vorfeld auch schon, ich sage mal, zumindest überschlägige Berechnungen machen, weil da kann man sich natürlich ganz schnell vertun. Ne? Weil wenn ich heute über die Baujahre eingehe und die Heizlast schätze, da kann man das Doppelte rauskommen, was ich letztendlich wirklich für eine Heizlast brauche. Und wir rechnen da oft schon bei die Heizlast an, weil wir dann sicher sind, was brauche ich eigentlich für eine Wärmepumpe, was brauche ich für Leistungen? Und ja, es ist halt sehr viel Informationsbedarf und es ist halt ein wahnsinniger Aufwand im Büro. Nicht bloß die Beratung, sondern halt die Materialbeschaffung und. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, wir gehen in Frieden her. Na, alles gut, dafür sind wir ja da. Es ist, also ich kann ja von meinem Beispiel ausgehen, ich habe jetzt eine 30 Jahre alte Gasthermin. Ich habe jetzt, wie gesagt, mehrere Beratungen gehabt und da war letzte Woche der Heizungsbauer zum Service da.
Der hat jetzt gesagt, wenn ich ihn abfrage, was kann ich machen, hat er gesagt, ja, Sie könnten zum Beispiel, wenn die kaputt geht, das ist ein alter Gusseisenkessel, der wird wahrscheinlich älter als ich, aber kann ja sein, dass er jetzt raus muss, weil es über 30 Jahre ist, ich kann einen Heimwehrkessel einbauen lassen. Es kann aber sein, dass der in zwei, drei, vier Jahren wieder raus muss, weil sich dann die nächsten Änderungen ergeben bei den Also letztendlich ist es so, wenn es das nächste Jahr der Fall war, dass der Kessel kaputt ist, also es geht um den Austausch von normalen Kessel zu Brennwertkessel, darauf wollte ich was. Ne? Von normalen zu Brennwert, können Sie es bloß noch dieses Jahr machen, weil letztendlich ab nächstes Jahr können Sie es ja alleine nicht mehr machen. Ist. Nach aktuellem Stand ist es so, dass Sie ab Januar 24 mindestens 65% regenerativ dazu bauen müssen, um Gas einbauen zu dürfen. Und wenn ihr eine PV-Anlage am Dach habt, hilft mir das ja auch nicht. Nur thermische Solaranlagen zeigen. Also nur dieses Jahr. Die nimmt dann wieder den Platz weg für die Photovoltaikanlage. Die nimmt dann einen Platz für die Photovoltaikanlage weg. Mhm. Weil die Photovoltaikanlage nicht zahlt. Das heißt, ich kann mit einem alten Gaskern gar nichts mehr machen. Ich kann aber in einem reinen Mittelhaus zum Beispiel kaum eine Wärmepumpe einbauen, weil mir auch der Platz fehlt. Wie breit ist Ihr Haus? Das nächste, nach aktueller gültiger bayerischer Bauordnung brauche ich mindestens 3 Meter Abstand von einem Bauwerk. Und haben Sie schon wieder verhindert? Das ist ein rein Mittelhaus. Stimmt nicht, also müssen Sie das berichtigen, weil die Wärmepumpe eigentlich nicht als Bauwerk zählt. Es gibt aber Urteile, wo es Leid zu bauen so oder so. Ja, es gibt da Urteile, wo man, wenn der Abstand unter 3, wenn ich halt den Abstand von 3 Meter einhalt, bin ich eigentlich safe, da muss schon viel passieren, da muss schon wirklich zu laut sein. Aber es gibt da Gerichtsurteile, da wo man also die 3 Meter nicht einhalten kann. Die bayerische Bauordnung geht ja von Bauwerken aus und der Wärmepumpe zählt nicht als Bauwerk. Es gibt aber Urteile, wie gesagt, Nürnberg, München, wo es Zugbauwerk ist. Muss man sowieso regional schauen oder im Bundesland schauen, wo man ist, was für Vorschriften das gibt. Das kann ich jetzt abschließend, was mache ich? Also, wenn ich jetzt, ich bin ja nicht, was ist, betrifft ja viele Menschen in der Situation. Ich habe eine Gastherme, die muss raus, ich wohne in einem Reihenhaus, ich kann gerade Wärmepumpe aufstellen, am Brennwertkessel bloß noch dieses Jahr. Was mache ich denn jetzt? Also ich kann ja sagen, was bis kurz die Empfehlung war von unserem Fachverband. Die haben ganz klar die Empfehlung ausgesprochen, Heizungen älter 20 Jahre, Gas oder Öl, wenn man bei diesem Brennstoff bleiben will oder muss, dann soll man diese Anlage dieses Jahr noch austauschen. Gegen was? Gegen, wenn es jetzt ein Gasbrennwert zum Beispiel. Obwohl das nur noch bis Ende des Jahres möglich ist. Aber richtig. Es ist nicht zu erwarten, dass ich dann in 2 Jahren das wieder rausschmeißen lasse. Ja, Sie müssen es halt dann spätestens 2044, weiß ich nicht, ob wir in Bayern ein anderes Klimaschutzgesetz haben, da bin ich mit 2040. Also normal ist so allgemein ist 2044, weiß jetzt nicht, also spätestens 2044 muss auch die Heizung, was jetzt einbauen, 2044 kommt im Prinzip ein Verbrennungsverbot für die Heizung. Also, wenn der Heizung in der Lage ist, der soll sich durchaus am Brennwertkessel zulegen und dann halt die nächsten 20 Jahre schauen, dass er da richtig kommt. Ne? Wenn Sie aber das heuer noch machen wollen, müssen Sie noch umdrehen. Ja. Weil wenn Sie das heuer noch machen wollen, dürfen Sie einen Heizungsbauer bald Bescheid geben, weil momentan steigen die Lieferzeiten für Öl- und Gasgeräte unendlich. Ist der individuelle Sanierungsplan was? Hilft dir was, dass man da schneller vorkommt? Nein. Weil die Hersteller mit der Produktion immer nachgekommen waren. Weil ganz viel Panikschirm von den Endkunden und heuer noch Öl- und Gasheizungen einbauen wollen. Solange sie es noch dürfen. Und dass die Tatsache, dass man es so schlecht jetzt beschaffen kann, heißt nicht, dass sich der Termin über Ende des Jahres hinaus verlängert, dass man nächstes Jahr neu bauen darf. Nein, wir haben eigentlich dran, dass wir da vielleicht eine verbindliche Aussage kriegen. Man sind ja viele der Meinung wegen Bestelldatum oder Bestellung der Ware. Okay. Zählt, aber das ist eben nicht so. Also eigentlich gilt schon der sogar mit Tag der Inbetriebnahme, der muss auf jeden Fall noch zum 31.12. sein. Meine, wir haben zwar dran, wir haben da eben unsere Anmerkungen eingetragen in den Entwurf, dass man halt da wirklich schaut, dass man noch ein paar Monate besser, weil dann wirklich noch 2-3 Jahre die Übergangsfristen kriegt, weil man einfach sonst die ganze Transformation gar nicht umsetzen kann, unserer Meinung nach. Dankeschön. Zu der Frage von Herrn Hosfeld, da war aus dem Internet eine Frage. Darauf aufbauen eigentlich, welche Kosten kommen bei einem Einfamilienhaus, Baujahr 84, bei dem Einbau einer Wärmepumpe auf mich zu? Also ist jetzt ein bisschen. Also wenn das so sagen wir mal, ein normales Reihenhaus ist oder ein Mittel- oder Eckhaus,
Gut, das ist ein älteres Baujahr. Also ich komme nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe ja zusammen mit meiner Tochter selber einen Betrieb. Also ich bin schon 33 Jahre selbstständig. Wir verbauen eigentlich schon 30 Jahre Wärmepumpen. Letzten Jahre halt speziell jetzt in Neubauten und jetzt aber auch die letzten 2-3 Jahre schon in die Sanierung. Und ich kann nur sagen, im günstigsten Fall, wenn man, es ist ja nicht bloß die Wärmepumpe, was aber jeder glaubt. Die meinen aber, das ist das Teil, was da draußen steht. Also ich habe eine Wärmepumpe außenteils und ein Innenteil. Sie brauchen bei den meisten einen Pufferspeicher, sie brauchen einen größeren Warmwasserbereiter und. Und ich sage einmal, im günstigsten Fall, die günstigste Wärmepumpe die letzten 2 Jahre, war aber ein neueres Baujahr von Gebäude, die war um die 35.000, 36.000 Euro. Und wir haben aber auch größere, einfach inklusive, alles dabei. Wir haben aber auch größere Einfamilienhäuser, da liegen die Einbaukosten bei 55.000 bis 60.000 Euro. Darum sage ich, es kommt immer auf das Gebäude drauf und auf die Voraussetzungen. Aber ich würde jetzt einmal sagen, rein über Daumen 4 Gebäude, weil meistens passt da dann die Elektroverteilung nicht mehr. Die Elektroverteilung muss umgebaut werden. Wenn es einen Heizstrom brauchen, sind eigentlich 2 freie Zählerplätze, wo mein letzter Stand, mindestens 1. Das muss ja alles dann hochgerüstet werden. Das gehört nämlich alles mit dazu. Ist das hilfreich, wenn man eine TV-Anlage hat? Schon hat? Es ist für Sie hilfreich, aber auch nur, wenn Sie es als Eigenstrom haben. Mhm. Als Eigenlösung, ne? Gut, aber wenn Sie jetzt eine Anlage haben, was schon älter ist, was bloß einspeisen, haben Sie einen relativ hohen Ertrag für die Einspeisung. Also es ist auch voll vergünstig, wenn man Wärmepumpe halt auch mit Photovoltaik kombiniert, weil man halt dann doch irgendwo, sagen wir mal vorsichtig, 30-40% über den Eigenstrom decken kann. Und das hilft mir natürlich schon viel bei einer Heizung. Aber jetzt speziell für Ihr Haus, denke ich einmal, liegen Sie in einem Bereich von 40.000 bis 45.000 Euro. Ich muss jetzt leider noch eine Frage stellen, es gibt eines als andere. Ne? Ja. Und zwar geht es jetzt darum, wenn man mal zugrunde legt, dass sich jetzt viele, viele Menschen Wärmepumpen einbauen lassen, wenn man gleichzeitig zugrunde legt, dass sich viele, viele Menschen Elektroautos kaufen, wie zum Beispiel auch, wir bringen doch bei Weitem nicht diese Strommengen her. Das heißt, es braucht ein Strommanagement, das heißt, es gibt Zuteilungen, das heißt, es gibt Rationierung von Strom. Muss man sich da auf das einstellen? Oder also ganz sicher, also die ganzen Energieversorger, das wird auch schon publiziert, das wird ganz sicher so sein, wenn also die Wärmepumpen zunehmen. Die müssen sowieso mal gridfähig sein und wenn sie eine neue Stromzelle kriegen, da ist eh schon eine Einbauverrichtung drin, wo die Versorger heute die Möglichkeit haben, dass sie dann morgen abschalten. Mhm. Das heißt, das ist ja echt schon, wenn man einen Heizstrom beantragt, dürfen die Versorger sie dreimal am Tag bis zu maximal 2 Stunden am Tag wegschalten. Okay. Und darum haben wir dann wieder bei den Pufferspeicher. Aus Batteriespeicher. Okay. Nein, ich jetzt pro Heizungswasserpuffer, dass man also diese Abschaltzeiten, diese 1 oder 2 Stunden, wo uns der Stromversorger wegschalten darf. Also für Wasser, nicht für Strom. Kein Batteriespeicher, nicht nur vom Heizungswasser, genau. Mhm. Batteriespeicher ist wieder was anderes. Okay. Aber das, also momentan ist es so, zum Beispiel in der Regensburg, die Rehwerk, die schalten sie nicht weg, momentan. Aber das ist ja klar, je mehr diese Heizungen zunehmen, je mehr Elektroauto, was wir kriegen, dann brauchen die Möglichkeiten, weil sonst die Netze ja, sagen wir mal, wahrscheinlich in Flammen aufgehen. Was ist schön, wenn das wäre so eine positive Perspektive, können Sie das? Nein, es wird so kommen, also es wird auch publiziert. Es kann gar nicht, weil man einfach, ich sage mal, nur 10, 15 Jahre braucht, bis alles so passt, dass das wahrscheinlich alles kein Problem ist. Zu den Alternativen war noch eine andere Frage gewesen, zu den Hybridheizungen mit Wasserstoff. Sie haben es vorher schon mal kurz angesprochen. Herr also, sind das denn realistische Alternativen? Und, also die nächsten 10 bis 15 Jahre wahrscheinlich nicht. Mhm. Ich meine, Wasserstoff ist ja nicht so einfach. Mhm. Wasserstoff, der hat eine andere Dichte, der ist einfach. Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man 100% über die Gasleitungen ich sage mal, befördern kann, aber da geht es halt dann weiter mit Dichtstellen. Die ganzen Gasleitungen, wo heute verlegt sind oder die letzten Jahre verlegt worden sind, ob das Kupfer, Edelstahl verpresst ist, das geht eigentlich immer. Kupfer muss dann hart verlötet werden, weil da geht es wirklich um die Flüchtigkeit von dem Brennstoff. Und das Problem ist halt auch, wenn dieser Wasserstoff mit der Luft in Verbindung kommt, dann kann das Ganze explosiv werden. Also es ist sicherlich eine Technik, an die man festhalten sollte.
Aber das wird sicherlich noch 10 bis 15 Jahre dauern, bis man da wirklich dann Konzepte hat, wo man sagt, wir können mit 100% Wasserstoff heizen, aber wir haben halt nichts Kurzfristiges. Es ist zwar jetzt optionsoffen, aber da ist es ja dann auch wieder so, wenn ich hier in der Gasheizung habe, ich darf mir dann auch wieder eine Gasheizung einbauen, wenn ich sage, ich möchte mit Wasserstoff heizen, aber da haben ja unsere Energieversorger wieder gefragt, die müssen ja da alle bestimmte Pläne aufstellen, wie das Ganze dann in Zukunft machbar ist oder umzusetzen ist, dass man halt dann spätestens in 10 Jahren so und so viel Prozent halt dann mit grüner Wasserstoff heizt. Aber die haben ja da alle. Also ich darf Sie da im Sinn zitieren, dass Sie sagen, wer Gas hat, soll bei Gas bleiben, eventuell mit Aufrüstung. Also nochmal, ich habe da einen Fachverband zitiert, unseren Fachverband. Unser Fachverband Bayern hat diese Empfehlung rausgegeben. Für diejenigen Endverbraucher, die wo bei Öl oder Gas bleiben wollen, was zum Beispiel auch nicht anders geht, und die Geräte älter 20 Jahre sind, diese wird empfohlen, können Sie auch beim Nachverband, beim Fachverband Bayern googeln auf der Internetseite, dass die möglichst dieses Jahr noch neue Gas- und Ölheizung einbauen, weil es ab 2024 nicht mehr möglich sein wird. Meine persönliche Meinung ist schon, wenn ich heute ein Haus habe, was für Wärmepumpe tauglich ist, und man diese Technik auch umsetzen kann, dass man dann schon eher auf diese Technik setzen sollte, vor allem in Verbindung, wenn man eine Photovoltaikanlage hat, weil man natürlich schon daran denken muss, Öl und Gas ist endlich. Wir haben das nicht immer. Und gut, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber das Problem, wir haben ja zum einen die CO2-Besteuerung. Das wird ja alle ja teurer, bis zu einem gewissen, ich weiß nicht, ob es jetzt in den Kopf die Zahl. Aber das macht wahrscheinlich durchaus beim Öl, glaube ich, so um die 20 Cent aus irgendwann, wenn wir ganz um sind von der CO2-Besteuerung und wer weiß, was da noch kommt. Und das nächste ist ja die aktuelle Lage. Ich meine, wir wissen ja, wo aktuell das Gas überall herkommt. Ich meine, prinzipiell muss ich sagen, haben auch wir schon für die ganze Klimathematik und dass man auch das Ganze umbaut. Aber wir haben ja nicht dagegen, um Gottes Willen. Wir stehen ja eigentlich voll dahinter, hinter der Politik, aber halt nicht auf diese kurze Zeit, weil wir das einfach nicht machen können. Ich verstehe Sie aber auch richtig, dass Sie Pelletheizungen nicht empfehlen würden. Schon auch. Schon, bitte das nicht falsch zitieren, weil da habe ich erst Ärger bekommen. Also Pellet auch, wo es denn... Es ist ja so, also im Neubau, muss ich ganz klar sagen, würde ja nur eine Wärmepumpe verbauen. Also es macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn ich heute im Neubau... Wenn man es jetzt aufpassen, es kann Sinn machen, wenn er vielleicht, wenn sie Strom nicht herbringen, dass er auch eine Pelletsanlage baut. Aber es wird sicherlich einen Bestand Anlagen geben, wo man die Biomasse brauchen. Ja, okay. Also wir werden das ohne der Biomasse auch nicht schaffen. Also da, wo es möglich ist, ist es durchaus empfehlenswert. Richtig. Aber das kann ich bestätigen, also keine Angst, das macht für den Neubau, der war gut gedämmt ist, der war sehr wenig Energie braucht. Ja. Macht es eigentlich wenig Sinn, mit Hackschnitz oder mit Pellets zu heizen. Ja. Hackschnitz überhaupt nicht, weil die Technik relativ teuer ist. Eine Hackschnitzeltechnik mache ich für mehrere Häuser oder vielleicht für einen ganzen Straßenzug, da ist das sinnvoll. Und für einen Neubau, den stimme ich wirklich zu, da macht das keinen Sinn. Pellets hat die Möglichkeit, eine Ölheizung mit dem gleichen Raum umzustellen auf Pellets. Weil das von der Technik her, vom Größenverhältnis her möglich ist, wenn ich das bestätigt kriege. Liegt aber vom Preis genauso ähnlich wie der Wärmepumpenanlage. Die Förderung ist ja immer noch bei 40% im Durchschnitt. Nein, bei Pellets nicht. Also bei Wärmepumpen ist ja aktuell 30%. Das seitdem sie haben Biogas, also sprich Flüssiggas, die R92, dann kriegen sie bis zu 40% Förderung. Aktuell, für Pellets kriegen sie aktuell nur noch maximal 20%. Aber nächstes Jahr, also mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz, ändern sich ja auch die Förderungen. Da hat man ja prinzipiell auf alle Techniken, wo dann zugelassen sind, 30% und dann gibt es, glaube ich, 40, 50 und vielleicht noch mehr. Da kommt jetzt drauf an, was dann unsere Politik entscheidet. Also 30 oder 50 auch nicht so sehr. Richtig. Und dieser ISF,
Dingsbumsland ist ein individueller Sanierungsfahrer, der hilft dann. Da kriegen sie schon, da kriegen sie auf alle Fälle mehr. Also 5% die Alten. Ja. Momentan ist ja so, man ist mit neuen GEGs, man muss schauen, was kommt, wissen wir noch nicht alles genau. Aber momentan profitieren sie da schon, weil sie haben dann auch letztendlich verpflichtet, irgendwo den Fahrplan einzuhalten und dann halt die komplette Heizungssanierung und Gebäudesanierung irgendwo innerhalb einer gewissen Zeit durchzuziehen. Ja. Und eins mal jetzt Inno-Erwähnung. Sie haben es gesagt, Öl und Gas wird endlich sein. Ist so. Biomasse wächst nach. So ein nachwachsender Rohstoff. Und wenn, also ich bin ja selber an einem Biomasse-Heizkraftwerk, also was Loi in diesen Monaten Februar und März Straßenmaterial kommt, das was aus Sicherheitsgründen weggemacht wird, das ist enorm. Was will ich in Zukunft mit diesem Material machen? Das, was ja richtig ist, dass die Straßenbegleitkörper begrünt werden, aber auch das. Sie meinen diesen Schnitt da? Diesen Schnitt, diese Bäume, wenn ich das dann irgendwann kompostieren, dann habe ich auch wieder CO2-Freisetzung. Also, es ist ein No-Go. Es gibt ja auch Gebäude, die beinhalten ja nicht bloß Wohnungen, da sind teilweise Geschäfte mit drin, die in ihren Eingangstüren sogenannte Türluftschleiben enthalten. Und die brauchen technisch bedingt auch relativ hohe Temperaturen. Und so ist halt mit der Wärmepumpe nicht so einfach und auch kostengünstig zu produzieren, diese hohen Temperaturen. Das trifft auch für die Industrie auch zu. Und da habe ich natürlich mit Biomasse den Vorteil, einfach höhere Temperaturen kostengünstig herstellen zu können. Wo es mit der Wärmepumpe einfach technisch bedingt nicht geht. Industrie ist das Gleiche, ja. Wo wir auch Prozesswärme, wo ich brauche. Aber es sind nochmal die zwei Forderungen, einmal, dass man die Übergangsfristen länger macht und zum anderen, dass man halt ein bisschen technologieoffener in die ganze Thematik geht. Ja, vielleicht ein bisschen technologieoffener und halt auch sozialverträglicher. Also die Frist, die da jetzt im Raum steht, das ist halt nicht bloß kurz, das ist ein Wahnsinn. Das ist mehr wie ein Wahnsinn. Zur Sozialverträglichkeit war nochmal eine Frage, Herr Lieberkern, die für Sie, oder wo Sie vielleicht eine Antwort geben können, wenn man das Ganze auf diese Kosten der Sanierung und des Heizungsaustausch auf den Vermieter umlegen kann. Wie funktioniert das prozentual? Wie machen Sie das? Wissen Sie das? Wie das eingelassen wird? Also Sie haben ja im Grunde 2019 ist ja das Ganze dahingehend beschränkt worden, dass Sie dahingehend nicht mehr so viel Prozent von den Modernisierungskosten umlegen können. Sie haben dann im Grunde gewisse Grenzen und man muss halt einfach sagen, da stehen 2 oder 3 Euro im Raum, was Sie maximale Mieterhöhung pro Quadratmeter pro Monat im Grunde machen können. Jetzt, wenn Sie einfach einmal die Kosten sehen, von den Baupreisen von 2019 bis 2023, also wir haben das im Grunde so, dass wir von den Sanierungen da über 30% Kostenentwicklung haben in diesem Zeitraum. Dementsprechend sind ja dann diese 3 Euro, nicht mehr 3 Euro, sondern nur noch 2 Euro irgendwas. Dementsprechend ist es halt einfach auch schwierig, dass sie solche Sanierungen oder Modernisierungen bei den Mietern überhaupt populär ankündigen können. Weil wenn sie sagen, ich saniere jetzt das Ganze und in einem Viertel oder einem halben Jahr zahlst du jetzt 2 Euro mehr Miete, dann haben sie dementsprechend ja zum Teil gar nicht die Energieeinsparungen aus der gesamten Maßnahme, sondern wir gehen da im Grunde einen ganz anderen Weg, wenn es im bewohnten Zustand ist. Wir sagen, wenn sie die Maßnahme dulden, dass sie uns dahingehend keine Probleme bereiten, auch keine Mitminderungen letztendlich androhen und dann auch durchführen, sondern dass wir sagen, wir machen das für sie momentan mit preisneutral und schauen uns einfach die normale Miete an, die sie zahlen und machen das dann in einem 3-Jahres-Zeitraum, machen wir halt im Grunde in einem angespannten Wohnungsmarkt, wie es Regensburg ist, können Sie alle 3 Jahre 15% die Miete erhöhen. Wenn Sie irgendwo bei 7, 8 Euro im Bestand sind, dann können Sie es ja im Grunde ausrechnen, dass das beileibe, sage ich jetzt mal, auf diesen Zeitraum, wo Sie das alle 3 Jahre deutlich günstiger die Miete wegkommen. Und so machen wir das auch bei unseren Mietern im Gro.
und so haben sie im Grunde auch keine Widerstände bei diesen Maßnahmen. Und das ist ganz klar, wenn größere Vermieter, die zum Teil auch, sage ich jetzt mal, Aktien- oder börsennotierte Unternehmen sind, da ist halt einfach der kurzfristige Erfolg im Vordergrund. Und bei uns als Genossenschaft muss man sagen, es muss sich halt irgendwann mal rechnen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wir haben keine kurzfristigen Erwartungen, sondern das sind im Grunde langfristige Planzahlen, die wir da auch mit herannehmen. Und wir sind da nicht auf irgendwelche Aktionäre mit Ausschüttungen, sondern wir haben auch bei unseren Genossen, die ja da im Grunde Mitglied sind, gibt es seit Jahren keine Dividendenausschüttungen. Und alles, was wir einnehmen, wird sofort wieder letztendlich für die Modernisierung hergenommen. Das heißt, wenn ich bei Baronia wohne, dann gedicht habe, ne? Das kann ich jetzt so wiedergeben. Das hat ja eine sehr starke soziale Komponente, aber das ist ja jetzt. Ja, aber die soziale Komponente, kann ich sagen, ist bei uns auch irgendwann mal, kann man sich vielleicht nicht leisten, weil wir haben ja auch von verschiedenen staatlichen Institutionen, kriegen wir ja immer wieder die Frage gestellt, wie viel Prozent unter dem Mietspiegel vermietet ihr? Wie sollen wir das bewerkstelligen, dass wir 5, 10 oder noch mehr Prozent unter dem Mietspiegel, sage ich jetzt mal, vermieten? Weil wenn ich zum Herrn Peter hingehe, wir vermieten 10% unter dem Mietspiegel, kriegen wir einen Nachlass von 10% oder kriege ich von der Baugenehmigung einen Nachlass. Irgendwo müssen wir ja auch existieren, das muss ja auch. Also dementsprechend sind wir da zwängen, auch irgendwo unterworfen, wo unser Spielraum mit Marktmiete einfach dahingehend nicht mehr da ist. Wir nehmen das ganz normale Nullniveau vom Regensburger Mietspiegel. Der private Vermieter, wenn jetzt der in einem hochpreisigen, sage jetzt mal, Quartier was kauft, das wissen Sie selber, da vermietet keiner Neubau unter 15 Euro, eher noch mehr. Wir vermieten gerade einen Neubau für 12 Euro. Dementsprechend, wenn Sie zu Nullniveau für einen Mietspiegel vermieten, dann sind Sie in der Regel schon mindestens 10% oder 20% gegenüber einem anderen Vermieter billiger. Dementsprechend haben wir da unsere Verantwortung, weil wir sind ja mal 1895 gegründet worden, um die Wohnungsnot der Arbeiterfamilien zu lindern. Den Gründungszweck, das schaffen Sie nicht mehr, weil sie müssen letztendlich auch wie ein Wirtschaftsunternehmen agieren. Sie können nicht nur mit billigen Mieten existieren, sondern es muss ja auch ein ganzheitlicher Plan für das Unternehmen über die nächsten 20, 30 Jahre entworfen sein, dass sie auch das komplette Unternehmen irgendwann einmal in einen adäquaten Sanierungszustand bekommen. Herr Lieberkern, können Sie denn sagen, um welches Investitionsvolumen wir oder dass man mal ein bisschen Gefühl kriegt, wenn man jetzt in eure Genossenschaft schaut, was dieser Beschluss jetzt dann tatsächlich so in Kraft treten sollte, für Auswirkungen hat? Also wir gehen davon aus, wie anfänglich gesagt, sind wir bei einem Vielfachen von KW-Leistung, von Gasbrennwert auf eine alternative Energiequelle. Dementsprechend wird es für uns, wir haben jetzt noch ungefähr ein Drittel aller Gebäude komplett noch nicht energetisch saniert. Da muss man ungefähr davon ausgehen, dass das 20.000 Quadratmeter Wohnfläche sind. Das können Sie dann im Grunde mit ein paar hundert Euro im Grunde hochrechnen. Also da sind Sie ruckzuck in einem Millionenbetrag, was uns das teurer macht. Und dementsprechend wird sich das Ganze auch halt dann einfach verlangsamen. Was machen wir im Schmauskeller? Darf ich gerade mal interessieren? Der Schmauskeller gehört der Kirchenstiftung St. Wolfgang. Wir haben einen Wolfgang und einen Sankt auch mit ihm im Unternehmen, aber letztendlich keine weitere Gemeinsamkeit. Dann war noch eine Anmerkung, dass ein Unternehmen erklärt hat, dass ein Großteil ihrer installierten Wärmepumpen nicht angeschlossen werden konnten, weil nicht ausreichend Strom zur Verfügung steht. Ist das ein Problem, das jetzt so bei uns am Markt lastet, oder es war da eine Pressemeldung? Also ich muss sagen, dass aktuell wahrscheinlich noch nicht zutrifft, aber das abzuwarten ist, weil je mehr das wärmt, desto größer. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man vorher beim Stromversorger oder beim Energieversorgungsunternehmen anfragt. Dann sagt man dann die Leistung, wir haben die und die Anschlussleistung und die sagen dann schon im schlimmsten Fall, da kriegen wir jetzt Probleme oder nicht. Oder
Also das sollte man auf alle Fälle fragen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn man bestimmte Quartiere hat und die dann auch zahlmäßig oder mit großer Zahlmäßigkeit umstellen wollen, dass es dann schon Probleme gibt, weil dann haben wir ja wieder beim Netzausbau. Irgendwo an uns Grenzen gesetzt. Diese bidirektionalen Wallboxen, die jetzt dann die nächsten was soll ja auch immer sollen, wo man also die Autos als Austauschspeicher mit den Gebäuden verwenden kann. Ist das eine Lösung oder ist das auch bloß? Also ich denke, dass das vielleicht eine Lösung sein könnte, aber da glaube ich, müssen wir noch ein paar Jahre vorher schauen. Aber der Strom muss auch erst irgendwo in das Auto reinkommen. Ja. Bevor das in Hennepen kommt, um meine Wärmepumpe zu betreiben, muss ich irgendwie ins Auto gehen. Aber mein Auto steht jetzt 23. Geht es jetzt um einen Ausgleich von den Netzen? 50 kW. Und wenn ich jetzt wenig fahre, dann habe ich ja dauernd diese 50 oder also 40, 38 kW, habe ich ja dauernd zur Verfügung. Das ist schon richtig, was Sie sagen. Und da kann man ja schon vielleicht mit ordern, dass man jetzt, wenn man noch gezielt seine Elektrogeräte einschaltet und so weiter. Ne? Und das wenn Sie sagen, Ihr Auto steht 23 Stunden vor dem Haus. Ja. Dann konkurriert aber auch das Auto mit der Wärmepumpenheizung und den Strom, den sie von ihrer PV-Anlage haben. Aber jetzt kann ich in dem Fall was wurscht, ich habe halt die Scheiße. Entschuldigung. Aber irgendwie konkurriert die zwar dann trotzdem miteinander. Ja. Also vielleicht schon, also ist ein guter Gedanke, da denke ich auch die Versorger dran, dass da die Netze besser stabilisieren und regeln können damit, wenn da jeder sein Auto mit ansteckt und auch die Versorger unseren Strom von den Autos dann haben könnten. Aber ich denke, dass das erstmal dauert das Jahr nicht, bis das wirklich so vernetzt ist. Nein, dass das eigentlich praktisch machbar ist. Und das nächste wird dann sein, wenn Sie Ihr Auto da zweimal am Tag entladen und wieder neu laden oder einmal am Tag. Meine, die Batterien haben ja alle, ich sage mal, einen Lade- und Entladezyklus, was weiß ich, 10.000 Mal. Ja. Also wenn ich das alle doch mache, dann kann man recht schnell hochrechnen, wie lange das die Batterie überhaupt hält. Und wenn man weiß, speziell für die Elektrofahrzeuge, das, was so Batterien kosten würden, wenn man die austauschen muss, dann glaube ich, wird es bitterlich. Ja, aber mein, also in die Richtung wird schon auch gedacht, dass man die als Speicher mit nutzen würde. Ja. Also ich hätte noch zwei Fragen, eine vielleicht, Felix. Was mache ich, wenn meine Heizung in einem Jahr kaputt geht? Also die Frage von meinem Hausbild mal weitergesponnen, wenn das jetzt nächstes Jahr passiert. Das möchte ich auch gerne wissen. Das Problem ist, also nach der aktuellen Vorlage vom GIG heißt das, wenn ich nächstes Jahr eine Heizung ersetzen will, muss, weil die alte kaputt ist und ich kann es nicht alleine mit einer Wärmepumpe decken, kann ich eine Gas- oder Ölheizung einbauen, ich muss aber dann innerhalb 3 Jahren den regenerativen Anteil von 65% nachrüsten. Ob das dann binnen 3 Jahren überhaupt technisch schon machbar ist, weiß ich aktuell auch nicht. Weil da ist wirklich jedes Haus individuell zu betrachten. Es gibt kleinere Häuser, wo ich nicht so viel Anschlussleistung habe, da geht es viel leichter, viel einfacher, allein mit einer Wärmepumpe. Aber es gibt halt viel ältere Häuser, die bedingt durchs Baujahr, durch den Baustandard einfach mehr Energie verbrauchen wie moderne Häuser. Und da kommt halt da, um das Wärmepumpen tauglich zu machen, auch nochmal eine energetische Sanierung dazu, die dann nochmal vielleicht 50.000 bis 100.000 Euro für so ein Gebäude ausmacht. Und wo ich schon ein Problem sehe, Felix, weil eigentlich muss man, wenn man darf jetzt Öl oder Gas verbauen, wenn man innerhalb 3 Jahren zum Beispiel die Wärmepumpe nachrüstet, nach aktuellem Verständnis muss man auch dann 30% von der Heizlast decken. Dass wir also die 65% erreichen. Das Problem wäre halt sein, dass wenn wir jetzt Gas oder Öl verbauen, wir die nicht so vorsehen können, dass man im Prinzip die Wärmepumpe innerhalb 3 Jahren was nachsteckt. Ja. Sondern es kann, sagen wir mal, so wie es momentan ausschaut, wird es halt dann so sein, wenn er dann nach 2 Jahren endlich seine Wärmepumpe kriegt, dass er überhaupt das erfüllen kann, das GEG. Dass man dann wahrscheinlich die Hydraulik auch wieder umbauen muss. Das ist klar. Also heißt nicht bloß Wärmepumpe dazu in 2-3 Jahren, sondern ein kompletter Umbau im Heizungskanal. Darum hätten wir halt gerne wirklich längere Fristen für die Umsetzung, weil es ist ja wichtig, dass sie unsere Hersteller darauf einstellen. Man lässt zwar nicht auch eine Einschlagzeile, dass der Werk da baut, der baut dort ein Werk, der hat ein Werk gebaut, aber letztendlich ist es nach wie vor so, dass man. Heute habe ich schon mal gelesen, dass Wärmepumpen in 2-3 Jahren bloß noch 2.000 Euro kosten. Da kann ich bloß lachen drüber. Aber man braucht einfach mehr Zeit, dass man auch solche Anlagen dann umsetzt. Das ist übrigens die Begründung, warum wir